Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Vermintide 2. Wir spielen heute nochmal Pfad des Verrats und heute auf Kataklysmus mit unserem Lieblingsgruber. Hallo? Hallo? Ist das Ding working? Oh, this crystal ball's filthy. Hmm, looks like the convoy's had a bit of a mishap. You'd better hurry. Likely enough, they've all been swept away. So, und nachdem wir erstmal hier die Leute begrüßt haben und Lohner ausgesprochen haben, werde ich euch mal alle Spots von den Tombs und Grimoiren zeigen. Das letzte Grimoire haben wir schon gefunden in der letzten Folge, wo ich bei jedem Stein mich umgedreht habe und wirklich alles angesehen habe. Ja, und Lona spricht uns ganz schön rein. Aber ich finde es cool, dass er über hier Orissas, ich kann es nicht aussprechen, Orissas Kugel quasi spricht. Oh, das ist Kunst. Nehmen wir mit. Es ist immer schön, wenn wir sowas mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was uns die Kunst genau gibt, aber wir werden es sehen. Und übrigens in der letzten Folge, die viel zu lange war, das erste Tomb war da oben. Das habe ich auf jeden Fall gefunden. Das war ganz schön. Und wo man hier noch auf der Map aufpassen muss, bis es gefixt ist, sind die ganzen Balken und so. Zum Beispiel hier hinten, bei dem Balken hier, da muss man aufpassen. So, wir machen erstmal den Stormwellman hier weg. Man kann nämlich hier, wenn man hier runterfällt, bleibt man hier hängen und wird von den Skaven einfach mehr oder weniger zerhauen, wenn keinem geholfen werden kann. So, da hinten sind ein paar Plague Monks gewesen. Die kümmern wir uns gleich. Wir holen hier noch den Stormwellman weg. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schlimm hier bei der Map, dass die Chaos Warriors am Ende alle auch so einen Schneeeffekt haben. Da bin ich noch nicht dran gewohnt. Und hier wird zum Beispiel einer der ersten Kristalle, Kristalle sage ich, Eiszapfen. Und in der Höhle vom Turm hier oben, da wäre noch einer. Wenn man hier hinten hochläuft, dann hier rüber springt, da reingeht, da liegt das Turm. Und weiter oben, man kann übrigens auch hier abkürzen, um hochzukommen. Da gehen wir aber auch kurz rein, um vielleicht irgendwas mitzunehmen, was es da gibt. Ich springe da jetzt mal kurz hoch. Und wir schauen mal. Ihr wisst ja, ich bin sehr, sehr hier an Kisten. Ich liebe Kisten sehr. Nehme ich mal so die Sachen ein bisschen mit hier, bis ich ein Medikit oder so finde. Oh, schade, wir haben den Sprung hier nicht geschafft. Laufen wir unten durch. Da hinten läuft irgendwas. Oder nee, da steht nur ein Stormwärme, interessiert uns nicht. Sag mal Dankeschön. Für die eine Bombe drehe ich um. Ihr kennt mich doch. Ich will alles und jeden mitnehmen. Da sind nochmal zwei Speed Potions. Ich drücke mal direkt ein. Und renn los. Versuchen wir mal, die Patrouille hier schnell auszuschalten. So, und legen wir los. Wir haben extra hier einen Stärke-Pot genutzt. Werfen hier nochmal eine Bombe rein. So, holen schnell die Hochgrad hier weg. Und es ist alles hier weg, bis auf die Rattling da hinten. Nice, das ging doch richtig gut. Und übrigens, ich bin hier an der Seite vorbeigelaufen. Wir holen hier erstmal den Plague Monk weg. Okay, haben wir. Da ist der nächste. Okay, ist auch weg. Dann ist hier alles in Ordnung. Und ja, ich hoffe, ich erinnere mich noch dran. Denn ich werde die Folge ein bisschen Änderung oder so nennen. Denn wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, Darktide kommt bald raus und ich werde vom Content dann erstmal Darktide machen, deutlich mehr. Und Vermintide erstmal, ich möchte nicht ganz sagen, liegen lassen. Wenn ihr mehr wollt, sagt Bescheid. Ich liebe Vermintide wirklich sehr. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viel schon hier im Spiel gesehen. Wir müssen jetzt mal dann gucken. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Vermintide wollt. Also ich liebe das Spiel sehr und würde echt gerne noch mehr machen. Aber ich denke, dass auch ein Darktide-Video dann am Tag ganz gut ist. Auf jeden Fall ist es jetzt so meine Idee. Wenn die Beta startet und ich mit der Aufnahme loslege dann,
dann werden wir deutlich mehr Darktide machen. Und wenn es Updates zu dem Spiel gibt, wisst ihr doch, machen wir die auch. Hier ist übrigens der Schlüssel, den wir brauchen für die Hütte am Ende. Und, wie Victor es gerade zeigt, hier um das Dingens mitzunehmen. Das Grimoire. Das ist nochmal Munition. Da oben ist das Grimoire bei Victor. Und wir können jetzt hier irgendwo runter, wo es nicht wehtut. Ich glaube, wenn wir hier drauf springen, genau, sind wir hier super. So, ich bleib mal hier bei unserem Zwerg. Okay, Kirillian hat hier Dingens schon gemacht, dann können wir zurücklaufen. Das ist super. Und hier muss man aufpassen, wenn ihr hier hinten am Rand vorbeiläuft, da wo ich hingucke, gerade da lauft, dürft ihr nicht zu nah an den Zaun. Ich habe es gestern mal versucht mit den Freunden, wo wir die ganzen Challenges gemacht haben. Und man ist da, fliegt einfach über den Zaun drüber und hängt da. Und wenn man befreit wird, hängt man wieder da. Es ist sehr schön. Und es gibt hier die Challenge, dass man die Ratten vom Schlitten überfahren lassen kann. Okay, das ist schöne Assassine gewesen. Da könnt ihr einfach die Scaven sammeln und so vor den Schlitten schubsen. Nach ein, zwei Maps, also ich habe zwei Versuche gebraucht, hat es dann auch geklappt. Und die Challenges könnt ihr auch auf den leichten Stufen machen, auf Rekrut sogar. Das ist nicht wirklich nötig, dass man irgendwas auf Kataklysmus macht. Für den Rahmen, den ich habe, muss man das Spiel auch noch nicht mal auf Kataklysmus abschließen. Sondern einfach nur die Challenges machen. So. Niemand sticht uns hier in den Rücken. Und wir sind gleich auch schon beim zweiten Turm. Das ist hier hinten ums Eck. Und es gibt hier noch Leuchtfeuer auf der Map. Die sind immer auf so Gipfeln, so Holzhaufen, würde ich sagen, die man anzünden kann. Ich kann aber jetzt beim besten Willen nicht genau sagen, wo die alle sind. Aber es switcht auch immer. Es gibt nämlich mehrere Variationen der Map. So, ich pass mal auf. Na, der Assassine interessiert sich für uns nicht wirklich. Die Rattling schießt gegen Baum, soll mir recht sein. Hier kommen manchmal Specials runter von da oben, da müsst ihr aufpassen. Da ist übrigens auch noch ein Eiszapfen. Und hier liegt manchmal Kunst. Das haben wir sogar in der ersten Folge gesehen. Und dann wäre hier noch das zweite Tomb. Das ist doch ganz, ganz schön hier. Und ja, ich muss echt sagen, diese Map ist genial. Also ich liebe die sehr. Ist eine meiner Lieblingsmaps geworden. Alter Spuk kann sie leider nicht ersetzen. Dafür liebe ich Alter Spuk einfach viel zu sehr. Hier kann übrigens auch Kunst sein auf dem Dingens, auf dem Stumpf hier. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Zweitlieblingsmap. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und wir haben es gestern leider nicht bis zum Ende geschafft. Aber das ist nicht so schlimm. Nach dem Ende müssen wir einfach nur noch ein bisschen hochlaufen. Aber ich kann euch noch was zeigen am Ende. Da gibt es nämlich noch einen Weg, wo wir lang können. Und das ist auch ganz, ganz schön. Seht mal, wie der Schlitten hier die ganzen Stormwürmen hier wegschiebt. So, der Schlitten kommt hier runter. Unter die Box. Und dann müssen wir mit den Zahnrädern, müssen wir die Zahnräder finden gleich. Aber da können wir noch kurz drauf warten. Oh, und es wird auch gerade ein bisschen dunkler. Ist mir so gar nicht aufgefallen beim letzten Mal, dass es hier dunkler wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch gar nicht, ob die Map hier so verschiedene Tageszeiten, also wirklich verschiedene Tageszeiten hat. Das kann ich leider nicht sagen. Aber wir wissen, dass die Säge da hinten uns wehtut. Das ist ziemlich cool. Ja, Baden versucht's hier. Guck mal, wir schubsen den Stormwärme hier rein. Komm, hopp, hopp, hopp. Oh! Die explodieren richtig. Oh, das ist so lustig. Übrigens, in echt nehmen bitte nicht in der Säge springen, das tut weh. Nicht zu empfehlen. So, hier ist übrigens irgendwo auch immer eine Munitionskiste. Ich weiß nicht, ob es immer genau da ist. So, aber jetzt müssen wir erstmal die Zahnräder finden. Okay, wir holen den mal so weg und holen dann... Ach, da bin ich jetzt nicht rangekommen, leider. An den hier. Aber ich kann nochmal mit dem Schild ein bisschen kämpfen. Das Schild ist auch sehr, sehr gut hier mit den Push-Attacken. Oh, und hier gibt es irgendwie generell so ein paar Stellen, wo die Gegner irgendwie in der Luft schweben bleiben. Aber das kann ich leider nicht ändern. So. Ich laufe mal zum Zahnrad ganz schnell, zu dem hinteren.
Wenn ihr die Challenge macht, wo das Zahnrad durch 15 Gegner durchfliegen muss, macht es bitte in dem Haus da hinten. Das ist ganz, ganz einfach da. Reingehen und dann nach ganz links. Und dann sollte alles in Ordnung sein. So, wir nehmen das Zahnrad und sieht mal, was wir machen können. Wenn wir jetzt so in die Hand nehmen und betrachten, sieht es so aus, als ob wir mit dem Auto fahren. Nein, lass uns in Ruhe. Oh. So, hier. Gleich biegen wir rechts ab. So, jetzt hier schön rechts abbiegen. Wir können jetzt hier auf die Specials achten. Und jetzt gleich hier links hoch. Oh, ich finde, das ist so ein gutes Meme hier mit dem Zahnrad. Dass wir es so betrachten können und so halten wie ein Lenkrad. Oh, schnell rein hier. Ich möchte hier nicht von den Plague Monks angeärgert werden. So. Das Schild hat echt ordentlich geholfen, muss ich sagen. Das war ein sehr, sehr schönes Schild. Aber hier muss man generell ein bisschen mehr aufpassen. Es spawnen hier nämlich unendlich viele Gegner und vor allem viele Gegner. So, ich habe ein Schild. Ich kann hier schnell mal zum Hebel gehen. Da oben auf dem Dach ist irgendwo der Warpfire und der Assassine ist auch nicht weit. Aber ich finde es so toll, dass man das Zahnrad hier quasi so als der Assassine ist gegen den Kran gefallen und gestorben. Oh, ich bin voll reingedodged. Dankeschön. Oh, ich muss hier unbedingt weg. Ganz wichtig hier. Ich hoffe mal, dass ich hier Victor hochbekomme. Ich trinke mal den hier, ist jetzt egal. Dann machen wir den hier mal. Wir holen die schnell weg. Ich möchte hier nicht drauf gehen. Okay, nice, nice. So, wir holen die hier mal weg mit unserem Pika. Warten wir mal auf die... Ah, wir gehen lieber hier mit dem Schild rein. Im Moment machen wir mit dem Schild hier lieber. Ich weiß nicht, wie sehr das hier mit dem temporären Leben... Meine Freunde haben gesagt, das hat sich jetzt geändert. Dass wir nicht mehr so viel temporäres Leben bekommen, wenn wir hier die Scaven und so schubsen. Ah, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So, aber wir müssen hier mal zu dem Dingens. Zu dem Schlitten. Und ich gehe mal hier lieber ein bisschen vorsichtig vor. Und mach mal hier, hol mal ein bisschen temporäres Leben hier zurück. Okay, wir haben ja ein bisschen was ausgeschaltet, das ist gut. Den haben wir auch noch. Aber ja, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein hier auf der Map. Möchte es diesmal ja natürlich schaffen. Aber ich muss sagen, Victor macht echt tolle Schilder. Oh, hier unten ist ein Fass, okay. Das war mir noch nicht so bewusst, dass da unten ein Fass sein kann. Wir hatten letztes Mal den Weg nach rechts gehabt, jetzt haben wir den Weg nach links. Das ist ganz schön, die Abwechslung. Ich nehme mal die Bombe hier in die Hand. Hier ist nochmal Heilung. Oh, die kann ich sogar mitnehmen. Das ist perfekt, das ist perfekt. Ich frag mal, ob... Obwohl, dann kommen, heilen wir Victor. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich heile von selbst hier hoch. Und ja, wie gesagt, also in der Zukunft, 17. glaube ich, war es, wo es losging mit Darktide. Zuvor möchte ich auf jeden Fall noch ein, zwei Mal Chaos Wastes machen. Und dann spielen wir auf jeden Fall mal Darktide. Ich werde von Anfang an aufnehmen. Ich werde auch mit einem Freund ein bisschen spielen. Vielleicht gibt es wieder ein, zwei Folgen in Englisch. Das müsst ihr leider dann ein bisschen ertragen oder nicht angucken. Das ist euch überlassen natürlich. Aber wenn es euch gefällt, guckt es euch an. Es ist generell immer ein bisschen schöner, was ich mit denen machen kann. Ich muss nämlich leider sagen, mit Randoms ist nicht immer alles möglich. Wir haben jetzt gerade mal ein gutes Team, muss ich sagen. Aber ihr wisst ja auch zu sehr. Gestern die KI war besonders. Manchmal können wir auch mit Randoms nicht wirklich viel reißen. Aber es ist, wie es ist. Also, wir werden es schaffen. Da bin ich mir sicher. So, wir werfen mal eine Bombe da rein. Und machen die mal hier schön schnell fertig. Und wir arbeiten hier nur mit den horizontalen Angriffen. Aus dem Grund, dass wir durch mehrere von denen durchkommen mit dem Stärkedrang. Vor allem durch die ganzen Stormwürmen hier. So, schön hier rein. Da haben wir ein paar. So, der ist gestaggert. Niemand fässt hier meinen Victor an.
Den brauche ich noch. Und er braucht uns genauso. Und ja, wie gesagt, also bald Darktide. Seid gespannt. Wir können sehr viele Maps spielen. Mehr als nur die 4 in der Beta. Also nehme ich sehr stark an. Also das, was wir bekommen, ist ja an sich, glaube ich, das Spiel. Aber es ist noch nicht offiziell quasi released. Aber das müssen wir, werden wir dann mal sehen. Ich gebe mal Kirillin den Dingens hier, den Trank. Dankeschön. Ja, heute und Assassinen ausweichen ist nicht so. Aber ich bin froh, dass wir hier die andere Map haben. Oh, ich kann euch übrigens noch was zeigen. Ich glaube nicht, dass es das hier war, sondern das ist eine Bombe. Okay, wir versuchen es. Nice, nice. Das ist noch eine Bombe. Die kann irgendjemand mitnehmen. Ich gebe mal, oder genau, machen wir es so. Perfekt, perfekt. Da unten ist eine Feuerratte. Nice. So, diese Leuchtfeuer, es gibt 3 Stück davon. Das wollte ich noch erzählen. Oben irgendwie bei der Mühle, beziehungsweise nicht bei der Mühle, bei diesem Außenposten ist eins. Eins ist irgendwo hier auf der rechten Seite oben. Da muss man irgendwie sich hier so durcharbeiten, glaube ich. Ah ja, genau, hier war das. Dann geht man hier so lang. Dann springt man, glaube ich, hier rüber. Ich laufe mal jetzt hier weiter. Dann läuft man hier hoch und dann hat man hier ein Feuer. Ich kann es einfach mal anmachen. Da wäre eins. Ein anderes wäre auf dem anderen Weg, wo wir waren. Da haben wir doch den Gruber hochgeholt und sind den anderen Weg hochgegangen der letzten Folge. Und auch ziemlich langsam gegangen. Da war das Leuchtfeuer dann bei dem Drop-Off, müssten wir nach links gehen. Wenn ich die Map nochmal spiele, die andere Version bekomme, zeige ich es euch auch. Und ja, ich muss sagen, die ganzen Eiszapfen weiß ich nicht alle. Tut mir echt leid. Ich weiß noch, hier ist einer unter der Brücke. Und sonst bei dem hier Watchtower ist noch einen. Und ich muss es jetzt mal kurz anschauen. Ob das... komm, wir machen den hier. Ist jetzt nicht so wichtig. So, den haben wir. Und das Grimoire ist irgendwie da hinten. Ich habe aber gesehen, dass das Grimoire bei der Variante, wo ein Freund gehostet hat, nicht da war. Deswegen möchte ich hier mal nachgucken. Jetzt haben wir oben nicht gesehen, wie die kleine Stadt verschwindet, aber... Ja, sieht man, das Grimoire ist nicht da. Also, irgendwas stimmt da nicht. In der ersten Folge haben wir das Grimoire da gefunden. In der zweiten Folge haben wir es... Also, heute haben wir es da nicht gefunden. Ich werde es mir nochmal angucken, wo die ganzen Grimoire-Spots sind. Also, beziehungsweise der zweite ist. Bei der Map hier zumindest. Aber ich finde diesen Bodennahnebel auch so geil. Also, der ist mega gut gelungen. So. Aber es ist eine längere Map. Und es ist eine sehr, sehr schöne Map. Und dass wir eine Wintermap im Winter bekommen, ist auch toll. Übrigens ist das auch ein Feuer, was angeht, wenn wir die 2 Feuer quasi angemacht haben. So, aber die Hütte ist hier auf. Und in der Hütte... Oh, die Hütte ist nicht auf. Okay. Scheinbar müssen wir alle 3 Dingens hier machen. Alle 3 Feuer. Das heißt, wir müssen beide Feuer anmachen und dann die Hütte. Den Schlüssel haben wir, glaube ich, mitgenommen. Moa, haben wir den Schlüssel mitgenommen? Ich weiß nicht mehr, ob wir... Also, ich denke, dass wir den Schlüssel mitgenommen haben. Ich werde es mir nochmal angucken, ob wir den wirklich... Also, den Schlüssel werde ich nochmal mitnehmen. Und ich werde dann nochmal gucken, ob wir wirklich die Leuchtfeuer brauchen, um das hier zu öffnen. Kann ich euch nicht so ganz sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, wenn wir hier oben lang gehen, können wir noch was öffnen. Wenn wir nämlich, ich glaube, hier lang gehen und dann da unten ist hier so ein Loch irgendwo, wo wir durch können. Hoffentlich ist es nicht zu. Das ist, okay, wir müssen echt... Okay, das wäre hier gewesen, okay. Ja, wir müssen wirklich nochmal zurückkommen, okay. Ja, okay, wir müssen wirklich dann die Leuchtfeuer, glaube ich, entweder anmachen oder nochmal um den Schlüssel genau gucken. Ich glaube, man braucht die Feuer dafür. Wirklich beide. Ich schreibe das mal kurz. Hier, Ding. Ich kann nicht richtig schreiben.
afraid a small deception was necessary. Oh, no, not you. So, habe ich mal geschrieben. Naja, bisschen schade, dass ich jetzt so verkackt habe hier. Aber dann mal in den nächsten Folgen kümmern wir uns mal darum. Dann machen wir mal beide Feuer an. Ich guck mal, wo das erste Feuer ist. Und dann wird alles ganz gut, hoffe ich mal. Oh, Dankeschön. Okay, wir holen erstmal hier die Sachen weg. Und wir passen hier auf. So, hier weg mit dem noch. Ich hole mal Baden wieder. Der wird jetzt gleich hier unsichtbar. Wir können hier auch so ums Eck. Okay. Bringt zwar jetzt ein bisschen viel Schaden ab, aber daran kann ich nichts wirklich ändern. Oh, ich habe Grille nicht ganz bekommen. Tut mir leid. So. Kriegen wir hier gut temporäres Leben zurück? Ich glaube, wir kriegen wirklich weniger. So, ich sag mal danke dafür. Das war schön. Ich kann nicht wirklich gerade danke sagen. So, wer hat die Fackel? Okay, keiner hat die Fackel. Ich laufe dann nochmal hier runter. Oder hat jemand die Fackel? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gehen wir mal nicht in den Sturm hier rein. Oh, wir müssen ja aufpassen. Hier ums Eck ist Assassine. Oh, verdammt. Okay. Nicht so schlimm. Jetzt haben wir die Fackel. So, hier. Schön mit der Fackel hier rein. Wir zünden dann die drei Sachen hier an. Und dann haben wir es auch so gut wie geschafft. Oh, ich kann nicht drüber springen, natürlich nicht. Aber hier öffnet sich ein Loch, wo man durchgehen kann. Da kommt man oben wo raus. Und dann kriegt man noch ein paar schöne Vorräte. Das ist richtig, richtig schön. Okay, eine Fackel haben wir geschafft. Zwei weitere müssen wir noch machen. Und seht mal, wie gut das hier geht mit dem Team. So. Dann aber, wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir hier das dann mit den Doppelfeuern hier. Komm schon, lass mich hier durch. Oh, ich habe hier nicht so viel. Ja. Keine Schilde mehr. Ich halte mal die ganze Zeit geblockt gedrückt. Vielleicht kann Victor mich noch hochholen. Vielleicht kriegt er gleich nochmal sein Schild. Ja, er kriegt gleich nochmal sein Schild in ein paar Sekunden. Ah, okay. Da kriegt er kein Schild mehr. Und Baden hier ist ein Master Stagger, wie es aussieht. Wenn er durchkommt, könnten wir vielleicht nochmal hoch. Ah, nee, können wir nicht. Ah, und genau, da kommt dann noch der Troll. Also, nächste Folge zünden wir die beiden Feuer an. Gehen hier unten durchs Loch, gucken, dass wir einen Schlüssel bekommen. Wir gucken trotzdem nochmal nach dem Grimoire da in der zweiten Kiste. Und dann ziehen wir da ganz gemütlich weg. Das ist die Idee. Okay, das ist nicht so toll, dass der unten ist. Aber man kann hinten nochmal rauslaufen. Ich finde es cool, dass also dieses Loch ist irgendwo da, wo Baden gerade steht. Wo man dann da rein kann. Und das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und da muss ich auch mal ein bisschen deutlich besser aufpassen. Und wir müssen hier unten ganz, ganz flott rein und ganz, ganz flott wieder raus. Ihr habt gesehen, wie schrecklich das hier ist. Das ist nicht so schön, hier unten zu bleiben. So. Okay, der Assassine da ist nicht so toll. Okay, das ist schön, das ist nicht so schön. Baden wird gleich wahrscheinlich auch rein, wenn er dann nicht nach links wegzieht. Ja, geht auch nochmal hier in einen Strudel. Ich finde es gut, dass er hier einfach gerade drinnen steht. Komm, Baden, ich glaube an dich. Okay, wir sind da. Wir machen jetzt unser, was wir hier machen können. Und zwar schnell zur Elfe. Okay, nicht schnell zur Elfe. Oh, ich bin heute echt noch ein bisschen zu unaufmerksam. Aber ist nicht so schlimm.
Die Map ist eine der schwereren Varianten hier. Baden muss es jetzt klatschen. Aber ja, die Zukunft werde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Darktide dann umstellen. Darktide ist ja, also war zumindest hier in der Beta, die ich angespielt habe, mit ein paar Freunden richtig toll gewesen. Die Videos gibt es auch auf dem Kanal, falls es euch interessiert. Und schaut euch mal diesen Eisenbrecher an hier. Der ist wirklich hier unser wandelnder Felsen. So, vielleicht kann er hier Kirillin gleich hochbekommen. Oh, der Assassine macht da auch komisches Zeug. Okay. Jetzt muss man aufpassen, Assassine ist da hinten wieder irgendwo. Nice. Ja, ich glaube aber auch, ein großes Problem ist gerade noch für mich, dass die Map so neu ist und ich noch nicht alle perfekten Wege und Spawns kenne. Aber ist nicht so schlimm. Wir können uns daran auch gewöhnen. So, gehen wir hier drauf mit unserem Super. So, normal. Wir haben ja nicht umsonst jetzt gerade einen Stärketrank und einen Konzentrationstrank hier geholt. Ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier in meinem Dingens sind. Die Idee ist, dass wir den hier ausschalten. So viel zu ausschalten. Okay. Wir gehen mal hier unten runter, langsam. Ich will hier nicht unbedingt im Strudel sein. So, den holen wir hier weg. Holen Kirillin wieder. Weichen hier mal seinen Rotz aus. Nehmen lieber mal unser Schild in die Hand, wenn er hier uns mit Overheads versucht zu bekommen. Okay. Ich kümmere mich noch nicht um die Hochratte. Die braucht noch ein bisschen, bis sie herkommt. So. Sehr schön. So, und der Troll hier ist so gut wie am Ende. Ja gut, ich habe mich die Folge nicht wirklich gut angestellt, leider. Aber in der nächsten Folge dann versuche ich umso besser zu sein und euch allen hier mal was Schönes zu zeigen als Gralsritter und nicht nur hier einfach drauf gehen. Okay, da oben wäre das nächste. Die Fackel sehe ich in der Mitte. Ich renne mal schnell dahin. So, den holen wir hier weg. Die Fackel holen wir. Okay, gucken wir kurz nach temporäres Leben. Ja, 3 haben wir bekommen. Oh, warte, hier ist keine Fackel. Ich hätte schwören können, hier wäre die Fackel gewesen. Ah, ich glaube, Kirillin hat die gerade schon gehabt. Okay, nice. So, dann nehme ich die Fackel und gehe hier hinten zum letzten. Aber hier die Mitte scheint auch echt böse zu sein, weil die hier aus dem Boden kommen. Da muss man echt aufpassen. Also auf der Map ist es nochmal deutlich wichtiger, vielleicht in Bewegung zu bleiben. Die Stellen sind alle generell ein bisschen zu offen. Obwohl, hier oben könnte es vielleicht gehen. Kann man sich relativ gut durchpushen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob wir hier über die Mauer springen können. Ich werde es mal gleich versuchen. Oh, hier ist Kunst. So, ich würde es gern versuchen, aber da ist gerade zu viel Zeug hier. Okay, Victor zieht hier leider eine Runde. Und wir werden hier von den Kleinen und von den Großen geärgert. Ist nicht so schön. Aber ich muss echt gestehen, dass die alle so ein bisschen hier, wie sagt man so schön, Schneetarnung haben. Macht's mir persönlich nicht so einfach. Aber ich werde mich dran gewöhnen. Noch 3-4 Runden und dann. Aber ich muss auch gestehen hier, Vermintide 2, ich habe sehr lange gebraucht, um hier richtig gut reinzukommen. Uiui, das hat weh. So. Ich gehe mal in die Mitte, hol die letzte Fackel. Wir holen dann Kirillin da hinten, wo... Da hinten spawnt man irgendwo. Okay, Baden holt Kirillin dann. Ich hole mal temporäres Leben hier zurück. 12 haben wir. 17. 20. Ich glaube wirklich, dass das Stagger ein bisschen hier... ein bisschen anders ist jetzt. Naja, gehen wir mit der Fackel mal schnell hier runter. Und nach da oben. Übrigens, schön ist bei der Fackel, dass wenn wir hier die da reindrücken, dass wir automatisch blocken. Okay, jetzt haben wir es aber geschafft.
Eisenbrecher hat echt super geklatscht. Und dann in der nächsten Folge versuche ich mal alle hier Dingens hier anzumachen. Alle, wie sagt man hier so schön, Signalfeuer. Und wir holen den Schlüssel. Und dann schauen wir mal, ob hinten die Tür da offen ist. Ich hätte nämlich schwören können, dass das hier die Dingens noch war. Die, wie sagt man so schön? Oh Gott. Okay, Krenne ist gerade nochmal gestorben. Ich bin hier gerade vorsichtig. Ich möchte hier nicht von den Maulern erwischt werden. So. Manchmal so hier durch. Aber was wir machen können ist, wir können mal unseren Super wieder einsetzen. Huiuiui. Wir kriegen ja wieder zu viele Schläge auf der Treppe ab. Ich gehe mal nach hier oben. Und holen wir mal so wieder temporäres Leben jetzt zurück, wenn sie alle hochkommen müssen. Okay. Wir müssen jetzt nur noch hier zu Orisa, oder? Das war's. Ich denke, dass es das war. Ja, zumindest können wir gerade nicht zu Kirillin da gehen. Obwohl. Nee, das stimmt schon. Wir müssen hier wieder hin, okay. Aber ich dachte jetzt noch, vielleicht der eine Leech, der hier irgendwo rumläuft, vielleicht müssen wir den noch fertig machen. Aber scheinbar nicht. So, aber ihr seht, das ist auf jeden Fall eine der längeren Maps. Aber es ist verständlich. Ich stelle mich hier gerade noch nicht wirklich gut an. Erste Runde für heute. Bin mal gespannt, ob es in der nächsten Aufnahme besser wird. Und da werde ich noch ein bisschen mehr über Darktide reden. Der Simon wird wahrscheinlich auch noch dazu kommen. Übrigens hier noch ein Eistapfen. Oh, die hat sich angehört wie Sienna, beziehungsweise vielleicht auch nur ihre Schwester. Wer weiß, wir werden uns wohl überraschen müssen für die nächste Map. Ich bin sehr gespannt, also die Map ist echt genial. Und vielleicht ist die nächste Map quasi in dem Turm hier oder in dem da. Und es ist wieder das gleiche wie Vermintide 1. Her schemes must be stopped. But first a respite. Join hands and I will return us to the key. Join hands. Das tun wir doch. Ich möchte hier noch unbedingt sagen, gut Klatschbaden. So, aber genau, in der nächsten Folge versuchen wir mal dann die beiden Lagerfeuer anzumachen, die es auf dem Weg gibt. Wir nehmen den Schlüssel mit und dann schauen wir mal, ob hinten das Dingens offen ist und ob wir dann unten lang können. Das müssen wir gucken. Zumindest hat das letzte Mal so geklappt. Naja, aber ich habe... Also ich hatte jetzt sehr viel Spaß gehabt und ja, wie gesagt, nächstes Mal Schlüssel... Die hier Signalfeuer und dann schauen wir mal, ob es klappt. Und bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.